Hallo ihr Lieben. Hallo, heute ist wieder mal Kulturteil bei uns. Genau, nach langer Zeit. Wir sind jetzt im Industriemuseum in Chemnitz und wollen uns ein bisschen was angucken. Und da wollen wir euch natürlich ein bisschen mitnehmen. Also, wir zeigen euch mal ein bisschen was. Eine Dampfmaschine. Genau, das ist die Dampfmaschine. Die Einzige, die mitkommen wollte, ist Eleonora. Mhm. Du hältst das, du hältst, die Fahne, ja, für genau. Die Kinder hoch. Genau, ja? Wenigstens einmal. Da steht auch dran, Maschinenfabrik Germania. In Chemnitz, 1896. So alt ist die. So alt ist die. Wow. So. Und das ist jetzt hier ganz fantastisch, weil das ist für Menschen wie mich ideal gelöst. Man kann es taktil ertasten. Also, das ist erhöht. Ich habe es noch nie ertastet. Dann musst du mitmachen. Genau. Und da kann man wirklich die Dampfmaschine mit den Fingern ertasten. Und für die, die es sehen können, genau, sind die Bürger. Die sehen wir auch da durch. Ach so. Das ist eine Folie. Ach, das ist eine Folie. So. Das ist eine Folie, genau. Hab Schnicke sein. So. Genau. Und dann, für ganz Blinde, weil ich habe ja das Glück, noch nicht ganz blind zu sein, ist hier alles in Blindenschrift nochmal. Genau, das kannst du ja nur nicht lesen, weil. Nein, kann ich auch nicht. Genau, das ist ein bisschen schwierig mit einem Sehrest noch. Das würde jetzt wenig springen. Nee, das Gefühl kriegt man noch gar nicht dafür, denke ich mal, oder? Kannst du nur lernen, wenn du wirklich blind bist. Mhm. Ansonsten guckst du immer noch schon. Man nutzt dann den Sehrest. Also das finde ich schon mal fantastisch. Perfekt, ne? Also richtig schön. Ja gut, wir haben ja BBW hier, also wir haben ja so ein Bildungswerk, da finde ich. Genau, so das gibt es ja hier in Chemnitz, wo du ja auch gelernt hast. Habe ich ja gelernt. Genau. So. Und die Eleonora hat auch was ganz Tolles. Dann zeig's mal. Zeig's mal her. Der Meister Malibu, und da begleitet uns jetzt nämlich durch die Ausstellung. Und ich kann euch immer vorlesen, was zu den Sachen ist. Weil das ist sehr schön. Zum Beispiel die Puppenstube kann ich was dazu erzählen. Das klingt doch sehr gut. Da kannst du das dann nämlich machen. Genau. Da kann ich lesen üben. Also seid gespannt. Stoff geworben. Der Malimo heißt. Genau wie ich. Zu dieser Zeit war das Fernsehen noch schwarz-weiß. Meister Malimo. Später wurde Werbung dort, wo ich aufgetreten bin, sogar verboten. Ich leg auf. Rufst du jetzt mal an Papa zurück? Weißt du, wie es funktioniert? Warte. Nein, du musst die 999 wählen. Leg noch mal bitte auf. Ja, wie funktioniert eine Wählscheibe? Du musst den Finger da rein. Einmal rumdrehen. Bis zum Schluss. Weiter. Loslassen. Noch einmal. Nochmal. Und nochmal. Eleonora ruft dich jetzt an. So. Einen wunderschönen guten Tag. Was habe ich denn getan? Ich bin ein Kind im Jahre 2023 mit einer Wählscheibe versucht. Was habe ich denn gerade getan? Einfach aufgelegt. Tja, heutzutage spielen wir Nintendo DS, Xbox. Was gibt's noch? PlayStation, ja, was ist denn alles 5000 gefühlt, ja, das sind 5, glaube ich, das, ja, das ist im Endeffekt mit den, wo die diese Gegenstände essen müssen. Ah, ja, der genau. Batman. Ja, ist er aber nicht direkt, das ist ein anderes. Ja. Das heißt Holy Play. Und Eleonora versucht sich zum ersten Mal an sowas einzufassen. Das ist viel zu einfach, ne? Nein, ich will nicht sterben. Los geht's. Die Nora übernimmt jetzt die Steuerung. Von der Ampel. Mal gucken, ob es funktioniert. Es geht nicht.
denke, du musst noch warten. Es ist nämlich noch grün. Jetzt wird's gelb. So, jetzt warte mal kurz, weil die Eleonora liest euch jetzt mal was vor, was mit Limbach Oberfrohna zu tun hat. Auf geht's. Mit dieser Maschine kenne ich mich prima aus. Die Stoffe, die sie herstellt, heißen so wie ich. Woher der lustige Name kommt, der Erfinder heißt Heinrich Mauersberger. Von seinem Malimo-Namen stammen die Buchstaben Ma, Da, Er, In, Limbach, Oberfrohna gewohnt hat, stellt der Ort die Buchstaben Li, Lim und O, die Malimo-Maschine kann sehr schnell viele Fäden zu einer textilen Fläche verbinden. Gut, genau. So, Andi kennt sowas noch. Also ja, bei mir ist es da vorbei. Alt. Oh Gott, bist du alt. Ja. Und an dem Tisch dort drüben, siehst du? Ja. Seht ihr? Mhm. Dort habe ich immer mit meiner Mama, wenn die zur Mangel gegangen ist, habe ich immer dort mit dem Ding gespielt. Ich glaube, das tut man nicht. Macht man Andi nicht, war verboten. Andi hat es gemacht. Und das Ding ist ja richtig geil, das macht ja richtig laut. Ja, aber jetzt nicht mehr. Die ist jetzt in Ruhestand gegangen. Ach, das war immer richtig geil mit meiner Mama. Zum Wäschemangel gehen. Das war ein richtiges Erlebnis. Also, jetzt stehst du mit mir nicht zusammen am Bügelbrett und bügelst mit dem Bügeleisen. Aber das ehrlich gesagt, ich vermeide es zu bügeln. Ich hasse Bügeln. Bügeln ist nicht so geil. Nein, nicht wirklich. Also, ich bügel gerne. Ja, schon klar. Darüber reden wir mal ein andermal. Guckt euch das mal an. Ich liebe ja solche alten Puppenstuben. Ich habe ja selber eine. Die steht aber ganz versteckt. Irgendwo in der Ecke. So alt ist meine dann auch nicht, aber ich liebe es. Ich habe, wo steht's denn? An der Seite vielleicht? Kindergarten in Dresden-Loschwitz. Ein Nachbau, eine Reproduktion. Also das sind jetzt nachgebaut. So ein Kochherd für Kinder. Man muss sich überlegen, wie das Spielzeug früher aussah. Richtig toll. Hier an der Seite. Das ist so die typische DDR-Puppenstube mit Plastikmöbeln. Ja. Und die Puppen dazu, die kenn selbst ich noch. Diese kleinen Puppen. Ja, die und Mama, ich denke, das waren ja noch die. Ich hatte ja auch eine Puppenstube aus Holz allerdings. Und die ist ja eher so ein bisschen anders gemacht. Ich kann es euch hier oben nochmal zeigen. Mit Balkon und allem, das hatte ich nicht. Ich hatte eine reine Holzpuppenstube, aber die war sogar mit Beleuchtung und allem. Ich hoffe, das unten seht ihr trotzdem. Ach, das ist ja richtig niedlich. Das ist aber eine ältere. Ich weiß gar nicht, ob an der Seite was steht. Baukasten für Bagger und Raute. Nein, leider steht es nicht dran. Das zeige ich euch mal hier, um es mal zu sehen. Weil es gibt die Arbeiterfamilien, dass ja früher die gesamte Familie arbeiten musste und dass das aber trotzdem zum... Das war das Ideal damals. Genau. Jetzt geht es eigentlich gut. Ja. Seife und Soda. Wäsche für Seife und Soda. Da steht es ja direkt noch drauf. Und das ist eine Wellenbadschaukel. Und jetzt sehen wir den beiden mal beim Spielen. Ja, das ist noch eine Wahnsinn. Ich habe gewonnen! Ja, ich habe bloß noch die zwei. Zweite sächsische Landesgartenschau, Landschaft und Gartenschau. Jetzt will ich mal mit Papa spielen. Mit mir spielen, schön, danke. Nett, oder? Bist ja überaus nett. Soll noch Papa das spielen? Das funktioniert. Nee, ist ja unfair. So, jetzt nochmal. So, jetzt schauen wir den noch mal beim Spielen zu. Das und das? Ja. Okay. Weil hier kann man nämlich schön hoch gemeinsam spielen.
Da. 1, 2, 3. Gleichstand. Nochmal. Für die Zuschauer. Für die Zuschauer. Extra nochmal. Weil ihr nur jetzt so richtig absagen wollt. Warte, ich muss nochmal die letzte Zeit. Wer fängt an? Du. Das hier. Ich frag mich nicht. Nein, ich mach das nicht. Das da. Jetzt machen wir hier Schluss damit. So, Ende der Aufräumung. Das ist ja mal. Das ist richtig schnell, ich hab's extra schnell eingestellt. Oh, das ist ja gemein. Ich kann es dir dann nochmal zeigen. Wenn du da reingehst, dann kannst du auf die andere Seite gehen. Nein! Nein, oh Gott, ja, seht ihr, das ist das nicht erquickend. Also unsere Mädel, Leonora, hat eine Geschwindigkeit eingestellt. Okay. Tja, in der Nora ist versiert. Oh oh. Und da geht's nicht, ne? Oh. Oh. Und, nee, oh, jetzt wird's gar nicht. Das ist aber geil, dieses Mitfiebern, das ist schon genial. Das ist, du bist wie meine Mutter gewesen. Das ist so, oder? Oh, da kommt es. Okay, du bist noch nicht im Oberbomben, so wie ich. Nein, er ist da. Das ist das Industriemuseum von außen. So, und wir geben jetzt einfach mal zur Seite.
Wir geben jetzt einfach mal unser Feedback ab. Ach so, ja, natürlich. Also das Industriemuseum ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, fantastisch gemacht. Also ist schon schön gemacht. Ist auf jeden Fall schön gemacht. Also die haben auch diesen Malimo und sowas. Es ist schön geplant. Ja. Aber ich denke mal, die müssen es noch ein bisschen für die Kinder trotzdem noch ein bisschen ansprechender gestalten. Obwohl sie schon schön in der Mitte haben zum Bauen und sowas mit irgendwie Murmeln und sowas, ein bisschen konstruieren. Ja, Marika hat es schon gesehen. Ja. Also sie hat es ja gesehen. Also die Kinder haben nicht so richtig viel Bock gehabt. Mit diesem Ja, mit diesem Malimo-Begleitheft. Ja, mit diesem Heft da. Das ist noch zu... Mm-mm. Aber Eleonora hat sehr viel Freude daran gefunden, an diesem tollen Drehscheibentelefon. Ich glaube, wir müssen noch so ein Ding kaufen. Ich glaube es auch. Also ab jetzt telefoniert Eleonora jeden Tag und dann mit dem Drehscheibentelefon. Was Marika natürlich gar nicht gefallen hat, dass die Schreibmaschine immer besetzt war, weil sie wollte so gerne mal das Zehn-Finger-System an dieser Schreibmaschine ausprobieren. An dieser richtigen uralt. Also wir hatten ja damals schon alt, aber so alt war die nur auch wieder mehr. An solchen habe ich bestimmt das Schreibmaschinenlernen gelernt da. Das könnte möglich sein. Ich weiß es nicht genau. Keine Ahnung. Aber sowas auf jeden Fall ein schöner Tag. Ja. Jetzt nieselt es übrigens, als wir rein sind, hat es geschüttet, wie aus Eimern. Also da haben wir jetzt schon... Und jetzt fahren wir nach Hause und essen Zucchini-Kuchen. Genau, und lassen sie uns nämlich schmecken. Ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen. Und ja, besucht auf jeden Fall mal, wer in Chemnitz ist, das Industriemuseum. Es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall, ja. No? Vor allem, wer interessiert ist an diesem ganzen, es ist halt alles, was mit Technik ganz viel zu tun hat, ist es ganz schön groß. Ja. Also, haben sie schon schön gemacht. Und ein bisschen Zeit mitbringen müsst ihr. Ja, weil du kannst viel hören und sowas. Also, und was ich ganz toll fand, es ist sogar eine Sage involviert. Also das da war klar, ich natürlich begeistert. Also holla die Waldfee, fantastisch. Genau. So, und jetzt machen wir Schluss, wünschen euch einen schönen Tag und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Video, würde ich sagen. Nächsten. Über gefällt mir, freuen wir uns natürlich auch. Und definitiv. Über Kommentare. Ja. Und wer noch nie abonniert hat, könnt ihr gerne abonnieren. Abonnieren ist immer gut. Genau. Tschüssi sagt der Andi. Die Marika. Und zusammen sind wir. Natürlich wir. Tschüss.